Auf der Finanzmesse Invest kann das Treiben an einigen Ständen durchaus rasant und schrill wirken, etwa bei Angeboten für sehr aktive Trader. Hier geht es rein um das Preisgeschehen auf Märkten. Es gibt aber auch ein Innehalten und mahnende Worte, wie etwa von der Rednerin zur Eröffnung der Messe, der Theologin Margot Käßmann. Als Herzling würde ich einem Besucher der Messe gerne zu fragen, ist diese Geldanlage eigentlich nachhaltig? Nicht nur für mich und mein Leben, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Der Bildungskongress von Stuttgart Financial im Rahmen der Invest greift dieses Thema ebenfalls auf. Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit und Moral, Lippenbekenntnis oder Strukturwandel, so der Titel der Veranstaltung. Der Kongress richtet sich mit seiner Podiumsdiskussion und anschließenden Seminaren besonders an den Branchennachwuchs, also Auszubildende und Studenten, sowie an deren Lehrer und Ausbilder. Und gerade bei ihnen gibt es ein größeres Bewusstsein für ethische Fragen und Probleme. Vor allem jetzt durch die Finanzkrise spielt die Moral auch in der Finanzbranche eine immer größere Rolle. Und gut, bei mir natürlich jetzt bisher noch nicht, weil ich noch nicht im Berufsleben wirklich drin war. Aber ich denke auch im Nachhinein, später nach dem Studium, wird es eine größere Rolle spielen als vielleicht bisher. Wir machen eine Ausbildung zur Bankkauffrau und Bankkaufmann. Und da spielt es natürlich auch eine Rolle, was wir unseren Kunden empfehlen, was sie mit ihrem Geld machen, ob sie es längerfristig anlegen sollen, ja oder nein. Und mit welchem Ziel natürlich. Im Unterricht schon. Also wo man dann schon auch versucht, mit den Schülern darüber zu diskutieren und sie auch anzuregen, hier in ihrer Tätigkeit dann am Markt das auch mit zu berücksichtigen. Ich weiß nicht, dass jetzt der Druck so groß wäre, dass man sagt, man müsste alles jedem anbieten und verkaufen. Das ist immer nur so, wir werden ja auch kontrolliert ständig. Was natürlich jetzt auch in den aktuellen Situationen notwendig ist, um wieder das Vertrauen zu den Kunden zu gewinnen. Auf der Podiumsdiskussion wird das Thema vertieft. Schließlich hat die Finanzbranche das Problem erkannt. So manche Bank verordnet sich demonstrativ einen neuen Stil im Umgang mit Kunden. Das wird positiv registriert, wenn auch mit einiger Skepsis. Viele Banken bemühen sich immer mit einem Kulturwandel. Das ist je nach Bank leider unterschiedlich. Wir wissen das nicht genau, wie viel Absicht und Ernst dahinter liegt. Aber die Erfahrung der Banker ist schon, das geht so nicht weit. Wir müssen uns verändern. Und insofern würde ich das zunächst im Regelfall ernst nehmen. Schwierig wird es im Alltag. Unternehmen sollen eben nicht nur Geld verdienen, aber es bleibt ihre Hauptaufgabe. Wie vermeidet man aber spekulative Übertreibungen? Etwa, indem man das System der Entlohnung verändert und stärker auf Nachhaltigkeit setzt. Kundenbeziehungen zum Beispiel, dass man den Kunden langfristig hält und immer wieder Aufträge bringt, anstatt das Maximum aus dem einen Auftrag herauszuholen. Und da bedarf es eben einer Änderung des Anreizsystems, des Gehaltssystems, dass man eben an der Kernaufgabe des Arbeitnehmers eben festmacht, mit welcher Qualität bringt er denn diese Leistung und ihn daran entlohnt. Der Bildungskongress ist aber auch offen für andere Perspektiven. Wer wirtschaftsethisch wirklich etwas lernen möchte, sollte sich in der Ausbildung für vermeintlich fachfremde Wissensgebiete öffnen. Es gibt natürlich den Grundkanon von Unternehmens- und wirtschaftsethischer Literatur, von Compliance, CSR und all diese Geschichten. Aber woran ich denke, wäre zusätzlich, dass sich Studierende durchaus mal mit Platon beschäftigen, mit der ganzen philosophisch-ethischen Tradition unseres Abendlandes, damit sie mal begreifen, welche Relevanz Ethik überhaupt für ihre persönlichen Entscheidungen hat. Dann geht es wieder hinaus ins intensive Marktgeschehen, das die Invest auch bietet. Kurzfristige Handelsgeschäfte müssen keineswegs von übel sein. Man muss sie nur richtig einordnen, vielleicht mit Hilfe von klassischer Philosophie oder auch anderen kritischen Denkern der Finanzmärkte.